Ich heiße Sie herzlich willkommen zum fünften Podcast der Lokbrigade 1. Ich bin heute im Truppenbesuch beim Logistikbataillon 92 im Tessin und habe zwei Angehörige der Kompanie 92.1 bei mir. Ich würde euch bitten, euch kurz vorzustellen. Maximilian, würdest du beginnen? Also ich bin Leutnant Maximilian Karl Fankhauser, kurz Maxi, so nennen mich eigentlich alle. Ich habe im Jahr 2014 die Spanisch-Matur gemacht im Gymnasium am Münsterplatz in Basel. Ich bin in Basel geboren, aufgewachsen und lebe immer noch dort. Ich habe Geschichte studiert und viel gearbeitet nebendran. Dann habe ich mich entschieden, während dem Studium an die Journalistenschule in Luzern, zum MATS, zu gehen, um dort den die Diplomausbildung Journalismus zu absolvieren, an der ich jetzt seit März 2021 dran bin, arbeite nebenbei 100% als Stagiair bei CH Media Nordwestschweiz. Bei der BZ Basel war ich 1,5 Jahre und jetzt bin ich seit dem 1. Juli dieses Jahres bei Badener Tagblatt. Ich habe auch noch sonst Erfahrung gesammelt im Journalismus bei SRF Virus mit einem Praktikum und war lange freischaffender Mitarbeiter der Sportredaktion der Basler Zeitung. Genau. Mein militärischer Werdegang, März 2015 bin ich in Airolo in die SAN RS 42 eingerückt, habe dort im alten System die Unteroffizierschule gemacht und den Wachtmeister verdient, bin dann für zwei WKs beim Katastrophenhilfsbataillon 34 in Genf gewesen, habe mich dann im zweiten WK entschieden, noch die Offizierschule zu machen, diese dann im neuen System, also 15 statt 10 Wochen. Bin dann umgeteilt worden von den SAN-Schulen in die Nachschubschulen und habe dort dann im Januar 2018 den Leutnant abverdient und bin mittlerweile in meinem zweiten WK im Lokbataillon 92, wo ich die Rolle des Logistikchefs übernehme und die logistischen Aufträge koordiniere und organisiere meiner Kompanie. Super, danke. Francesco? Perfekt. Mein Name ist Francesco Venuto. Ich bin aus Zürich, bin ein Versicherungsberater dort und ein leidenschaftlicher Fotograf. Meine militärische Karriere ist eigentlich sehr kurz. 2018 im Sommer habe ich die RS abgeschlossen in Poja und dann jetzt vor 4 Jahren mit den WKs angefangen hier im Tessin bei dem Lokpa 92. Super, danke. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt für diesen Podcast. Uns geht es ja darum, vor allem auf Stufe Brigade, auch die Leute hinter den diversen Funktionen vorzustellen. Eben entsprechend bin ich heute zu Besuch bei euch. Wir besprechen die Themen Kommunikation. Ihr seid ja beide nicht offiziell oder noch nicht offiziell in der Funktion eines Presseinformationsoffiziers oder kurz PIO. Wie habt ihr euch untereinander organisiert? Oder vor allem Francesco, du jetzt im Moment, oder? Und welche Kanäle bespielt ihr? Genau, ja, also ich fotografiere ja leidenschaftlich auch im Privaten und somit bin ich auch auf diese vakante Stelle gekommen durch unseren Bataillonskommandanten und seitdem her fotografiere ich und veröffentliche Beiträge auf Instagram und Facebook. Okay. Und wirklich auch sehr erfolgreich. Eben, ihr seid ja beide nicht offiziell in der Funktion, seid aber beide interessiert, diese Weiterbildung zu machen. Das bedeutet eigentlich mehr Aufwand, mehr Tage. Was bewegt euch dazu, das weiterzumachen? Bei mir ist es eigentlich, es war schon immer ein Gedanke, aber jetzt, als ich in diesen Weg eingerückt bin, habe ich mit dem Bataillonskommandanten, mit Oberstleutnant Christian Müller, das Gespräch gehabt, ihm gesagt, dass ich im Journalismus tätig bin und seine Aussage war eigentlich, ja, dann haben wir ein Match. Und für mich ist dann wirklich auch also eine sehr kurze Überlegungszeit vorbeigegangen, da mir persönlich gefällt der Journalismus extrem, meine Arbeit im Journalismus und ich sehe mich auch, dies auf Stufe Bataillon betreiben zu können und vor allem auch mit meinen eigenen Ideen und mit Francesco zusammen im Binum dann ab nächsten Jahr dies vorwärts zu treiben können und auch etwas aufzubauen. Auch, so, auch für mich sind auch die persönlichen, also das Netzwerk, dass ich mir hier erarbeiten kann, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil in einem Beruf wie im Journalismus ist das Netzwerk eigentlich das A und O. Mhm. Genau. Francesco, was motiviert dich,
Ja, also sicher als erstes Mal alle Personen im Logbot vorzustellen. Den Personen, die uns jetzt auf den Social Media Kanälen folgen, oder dass sie sehen, was macht ein Soldat im Logbot, was macht ein Wachmeister oder ein Leutnant. Halt einfach die verschiedenen Aspekte zu sehen. Also ist es das eigentlich auch, was ihr erreichen wollt auf Kommunikationsstufe Bataillon, ist die Leute hinter den Funktionen vorstellen und ein Gesicht den Einheiten geben. Das ist, was ihr erreichen möchtet. Genau, also es ist ja wirklich, wir haben uns ein, zwei Mal jetzt bereits abgesprochen im WK, wie es ab dem nächsten Jahr aussehen wird, und sind halt auf den gemeinsamen Nenner gekommen, der Mensch muss im Vordergrund stehen. Und dies geht halt auch nur, wenn man die Gesichter dazu hat und die Menschen ihre Geschichte selbst erzählen lässt. Ich glaube, das Schöne ist, das ist eigentlich auch deckungsgleich mit den Zielen, die wir auf Stufe Brigade haben. Die Menschen dahinter, das deckt sich auch mit der Vorstellung des Brigadiers, meiner Keller. Ihr wart heute Morgen, oder ihr nicht selbst, aber ein Leutnant von euch, zum wiederholten Mal eigentlich in einer Schule. Der Kompaniekommandant hat gesagt, ihr geht jeweils die Schulen an, ob ihr das machen könnt. Könnt ihr mir etwas dazu sagen, wie es gelaufen ist, wie es angekommen ist? Ja, sicher. Also viele der Schüler waren sehr interessiert daran, sind auch auf unsere Leute selbstständig zugegangen und haben viele Fragen gestellt. Zum Beispiel in den letzten paar Jahren war das leider nicht so. Sehr wenig Interesse, und dieses Jahr hat man schon sehr etwas anderes gesehen. Die Schule selber ist uns sehr entgegengekommen und waren an diesem Projekt erfreut, das Militär auf Platz zu haben und ein paar Sachen zu sehen, oder genau, und ja. Und in welche Stufe war die Schule? Es war, glaube ich, weiterführende berufsbildende Schule, also so auf dem Alter von 16 bis 19, also eigentlich. Okay, genau, perfekt. Okay. Wenn wir jetzt zum Thema eigentlich PIO gehen, wenn ihr im nächsten Jahr die Ausbildung macht, könnt ihr dann wirklich offiziell die Funktion des PIOs belegen, dann ist das Ganze auch wirklich in eurer Verantwortung. Was sind die Ziele, die ihr euch gesetzt habt, und was plant ihr eigentlich für 2023? Also sicher eines der Ziele ist, wie schon gesagt, die menschlichen Geschichten, also dass wir nicht nur wie bis jetzt Fotografien haben, sondern auch die Geschichte dahinter, spannende Porträts in Video- und Fotoformat, die auch das Zielpublikum ansprechen. Also es ist vor allem die Kanäle, die wir bespielen, sind eigentlich von Gleichaltrigen für Gleichaltrige. Dass man auch die Nähe hat zu den Menschen, zu den Konsumenten. Das ist sicher eines der Ziele. Und halt das Zweite, dass wir ab 2023 in den nächsten Jahren etwas Schönes aufbauen können. Vielleicht dann auch mal mit dem Ziel, einen Nachfolger, eine Nachfolgerin einarbeiten zu können und halt vor allem auch einen Einblick in das Leben zu geben. Weil viele Menschen, die nicht im Militär sind, denen ist nicht bewusst, wie unser Tagesablauf ist, was alles läuft. Und das sollte auch das Ziel sein, dass man sieht, es ist gar nicht so übel, wie immer erzählt wird, und man kriegt einen Einblick in das Leben hinter den Kulissen. Also ihr macht es wirklich eigentlich für die Kommunikation nach außen und nicht nur in dem Sinn für das Bataillon, dass die Leute nach dem WK schöne Erinnerungen haben. Genau. Also ja, genau, das ist richtig, weil wir wollen halt auch andere Seiten des Militärs zeigen und vielleicht auch das Militär für die Leute ein bisschen spannender machen, um selbst beizutreten. Und ich glaube, somit, indem wir die Leute zeigen, sprechen wir schon ein bisschen offener über diese Sache und können gute Werbung erzielen. Ja. Wie habt ihr das Gefühl, wird allgemein die Armee in eurem Umfeld wahrgenommen? Also ich komme aus Basel, und da ist das Standing der Armee bekanntlich nicht so hoch. Also ich persönlich bin auch eher eine Einzelmaske, was Militärdienst anbelangt. Ich habe Militärdienst gemacht, die zivile Dienstquote in Basel ist ja extrem hoch, also viele meiner Freunde waren im Zivildienst, und dann noch weitermachen ist nochmal, aber grundsätzlich, es ist, man hört natürlich immer wieder den einen oder anderen Spruch, aber man ist so im Austausch und redet darüber, und ich glaube, durch mich und zwei, drei Kollegen im Zivilen haben die Leute auch eine etwas andere Sicht auf das Militär bekommen. Lieber Jessica? Ja, also es ist halt ein nicht groß besprochenes Thema.
Die Leute sind eher zurückgezogen auf ein solches Thema, weil sie kennen es nicht und können sich damit auch nicht irgendwie konfrontiert fühlen. Mhm. Und deshalb ist auch ein solches Projekt, das wir starten werden, etwas sehr Gutes. Ja, finde ich auch, sehr guter Ansatz. Das Thema Diversität ist im Moment extrem in allen Munden. Es ist auch ein großes Thema, nicht nur für die Armee, sondern auch für unseren Brigadier. Wie nehmt ihr das selbst wahr, das Thema? Und wie habt ihr das Gefühl, macht es die Armee? Wie nehmt ihr das eigentlich wahr, Diversität im Alltag und Diversität in der Armee? Also es ist natürlich extrem wichtig, dass dieses Thema behandelt wird. Man merkt, dass in der Armee ist man etwas hinten nach noch. Aber ich persönlich kann sagen, ich war 2019 in meinem letzten Weg und jetzt wieder und der Unterschied ist wirklich verbannt. Also es wird viel mehr dafür gemacht. Man merkt auch, wie sich von Seite Bataillon auch wie der Einsatz sehr groß ist, auch einstehen für diese Werte. Das merke ich auch bei unserem Kompaniekommandanten. Das merkt man, dass einfach Aussagen und gewisse Dinge keinen Platz mehr haben, die schon länger nicht mehr Platz haben im Alltag, jetzt auch das in der Armee angekommen ist und dass man einfach dort strikt bleibt und sagt, jeder ist wie er ist, jeder kann sein wie er kann. Und das ist ja auch das Schöne, weil ich finde, das macht die Diversität einfach auch aus. Weil sonst sind wir alle gleich und das wird ja. Ja. Das ist das auch so. Also dort, ja, genau. Also es ist sehr wichtig, dass sich jeder willkommen fühlt. Ob jetzt zum Beispiel hier im Logbad oder irgendwo anders im Militär. Und genau, jeder soll kommen, wie er ist. Und auch so sein, weil jeder leistet seinen Beitrag dazu. Also wir hatten kurz so zwischendurch, wir hatten in einem letzten Stabskurs den Besuch von Maide Aslan, die eigentlich für das Thema Diversität zuständig ist bei der Armee. Und es war sehr eindrücklich zu hören, eigentlich, wie sie das Ganze sieht. Weil klar, die Armee hat eigentlich 150.000 Stellen, die besetzt werden müssen. Es gibt Funktionen, da muss nicht jeder eine Grundausbildung gemacht haben oder eine Grenadier sein, um das zu machen. Aber dennoch, es gibt einen Auftrag, der erfüllt werden muss. Und ich glaube, wenn man eigentlich sieht, in welcher Geschwindigkeit die Armee die Sachen verändern könnte, aber zum Teil dann wegen anderen, zum Beispiel gesetzlichen Normen, Restriktionen hat, sei das irgendwie gemeinsame Toiletten und so weiter, da gibt es gesetzliche andere Rahmenbedingungen. Also ich glaube, die Armee ist auch auf einem guten Weg. Und ich finde es schön, dass ihr das auch so empfindet. Wir kommen langsam zum Schluss. Gibt es etwas, das ihr noch eigentlich unseren Zuhörern mitgeben möchtet? So die klassische Frage nach dem Interview. Francesco, hast du etwas noch Spezielles, das du ergänzen möchtest? Ja, sicher. Also folgt uns auf den sozialen Kanälen. Es wird in nächster Zeit sicher viele Projekte kommen. Und ja, genau. Oder sozial from Badlog92. Ja, genau. Badlog92 auf Instagram. Ja, also ich freue mich extrem darauf, dass wir diese Möglichkeit haben werden und ich denke, wir sind voller Ideen, diese Thematik auch voranzutreiben, die bisher ein bisschen unter dem Teppich war, halt aus Gründen, weil es auch die Stelle noch vakant ist. Aber ich denke, wir haben schöne Projekte geplant und es wird eine gute Sache. Ich freue mich sehr. In dem Fall, wir kommen zum Schluss. Herzlichen Dank einerseits für eure Zeit, dass ihr so spontan im Podcast teilgenommen habt. Auch danke für euren Einsatz. Macht wirklich Spaß, euch hier zu besuchen, muss sagen. Ich habe das Gefühl, die Truppe ist sehr, sehr motiviert. Und ja, ich hoffe, man sieht sich spätestens im nächsten Jahr wieder. Und ich wünsche euch dann alles Gute für eure Ausbildung und die Next Steps. Danke.